Schritt 1, ein Kabelgraben herstellen für ein KG-Rohr. Verlegt wird das KG-Rohr von der Veranda zur Baugrube. 16 Meter, 1% Gefälle. Schritt 2, Baugrube ausgehoben, Höhen genommen, Feinplan hergestellt. Den 3000 Liter Tank eingesetzt. Schritt 3, Flachtank eingebaut, KG-Leitung angeschlossen. 2 KG-Rohre vom Schuppen angeschlossen. Schritt 4, Technik eingebaut, Pumpe sowie Dom und Filterkorb. Schritt 5, ein Verrieselungsschacht eingebaut. Schritt 6, restüberschüssiger Boden, plangerecht angefüllt und Gruppplanum hergestellt und ausgehakt.